Kriminalstatistik zeichnet ja immer wieder ein Bild, das da heißt, Gewalt ist männlich und jung. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie dem eher widersprechen? Ich würde dem zustimmen, weil das ist ja genau die Lage, die ich versucht habe zu beschreiben. Nämlich wir haben diese nicht Hunderte, nicht Tausende oder Zehntausende, sondern Hunderttausende junger muslimischer Männer in Deutschland, die genau diese interkulturellen Probleme haben, die Hans-Georg Maaßen beschrieben hat. Aber die werden ja nicht alle kriminell. Nein, aber das ist natürlich ein Riesenreservoir für Frust, für Gewalt, für Radikalisierung. Das kann man alles sogar gut nachvollziehen. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir schauen, wie wir dieses Problem lösen, indem wir den Zuzug einerseits begrenzen und auf der anderen Seite diejenigen, die wir bei uns haben, viel mehr und viel stärker integrieren, als wir es bislang tun.